Hallo, ich bin Tatjana und ich arbeite bei Railslove und ich bin Mitgründerin von Rails Girls Köln und Rheinland. Auf der Interactive Cologne wird es verschiedene Hacks geben, unter anderem wird es einen Kids-Hack geben, einen Girls-Hack, es wird einen Open-Data-Hack geben, einen Hardware-Hack, Track und noch vieles mehr. In der Form hat es das in Köln noch nicht gegeben und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der mithackt und der dabei sein wird. Hallo, ich bin der Ben vom Web to Cologne. Wir als Initiative für die digitalen Medien in Köln freuen uns natürlich schon sehr auf das Festival Interactive Cologne, dass wir hier das erste Mal in Köln alle Hacker und Programmierer und Startups, Gründer, Unternehmer, Kreative an einen Tisch bekommen. Es wird bestimmt eine spannende Woche. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Hallo, mein Name ist Kai Tierhoff. Ich bin Gründer und Inhaber von Tierhoff Consulting, einer kleinen Unternehmensberatung aus Köln. Wir sind dabei Interactive Cologne, wir sind Partner bei Interactive Cologne und wir haben das Ganze einfach unterstützt und mitveranstaltet, weil wir die Kölner Startup-Szene einfach ein bisschen nach vorne bringen wollen. Wir haben viele kleine Initiativen in Köln, wir haben einige große Initiativen in Köln und Interactive verstehen wir ein bisschen als Mantel für verschiedene Initiativen und möchten das alles in einer Woche geballt die Kölner Szene vorstellen und der Startup-Welt vor allen Dingen die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen, sich zu vernetzen, Investoren kennenzulernen, aber eben auch das, was ganz Besonderes mit der Hacker-Szene zusammenzubringen. Das heißt, auf der einen Seite eben die Startup-Leute, die Business-Leute eben zu vernetzen mit allen, die was von Technik verstehen. Das heißt, das ganz Besondere ist eben, dass wir eine Startup-Konferenz machen und diese dann eben in der Trinitatiskirche verbinden mit den Hackern. Hallo, mein Name ist Ralf Christoph. Ich bin einer der Gründungsväter oder Gründungsmitglieder von CEOPOP und sitze hier als Programmleiter der CNB Convention, die in diesem Jahr zum ersten Mal von der Mediakultur Köln veranstaltet wird. Die CNB Convention ist ein Mitveranstalter der Interactive Cologne, die es dieses Jahr zum ersten Mal geben wird. Eine neue Netzwerkplattform, die verschiedene Gewerke der Kreativ-Digital-Wirtschaft zusammenbringt. Unser Anteil besteht darin, dass wir den Musik- und Kreativwirtschaftsanteil mit einbringen. Man kann sich Interactive Cologne ein bisschen vorstellen wie die South by Southwest Messe in Austin, Texas. Das heißt, die großen Player heißen dort nicht automatisch Universal oder Warner, sondern eben halt auch Google, Pinterest, Instagram, Soundcloud und so weiter. Und nach diesem Modell, weil das eigentlich auch der einzige Weg ist, um aus der Krise der Musikwirtschaft rauszukommen, haben wir uns dazu entschieden, unsere Energien da stärker reinzusetzen. Und mit Interactive, denke ich, haben wir ein ganz gutes Modell gefunden, wie wir die Internetwirtschaft mit der traditionellen Musikwirtschaft zusammenbringen. Entsprechend erwarten wir Leute aus verschiedensten Bereichen, natürlich die klassischen Musiktreiber aus Deutschland. Die kommen sehr gerne zur CMB Convention, auch schon die letzten Jahre. Nur, dass jetzt eben noch Leute dazukommen, die wir bis jetzt nicht hatten, sei es aus dem Online-Bereich der Verlagswelt. Ja? Also Huffington Post ist ja ein großes Beispiel gerade, was jetzt über Focus in Deutschland an den Start gehen soll. Das wird auch bei uns mal vorgestellt und diskutiert. Gleiches gilt aber auch für Musiktreiber, die eigentlich aus der Hard- und Software-Ecke kommen, wie Native Instruments, eine deutsche Firma mit wahnsinnig vielen Mitarbeitern. Auch da wird der CTO bei uns sprechen. Und dann eben in Verbindung mit dem Hack- und Tech-Bereich aus der Interactive werden wir die Ergebnisse auch auf der CMB präsentieren. Und davon erwarten wir uns einiges. Also das erste Jahr Interactive Cologne, ich denke, a place not to be missed. Auf jeden Fall kommen, dabei sein und davon profitieren.